das Mädchen von nebenan. Sexbombe. Lieber das Mädchen von nebenan. Richtig zur Beziehung das Mädchen von nebenan. Erst beim dritten Date? Ich mag auch sofort knutschen. Dritten Date? Ja, sofort. Es kann auch romantisch sein, aber ich finde Fallschirmspringen wäre auch mal eine geile Sache. Romantisches Stranddinner, definitiv. Romantisches Stranddinner auf jeden Fall. Beides? Erst der Fallschirmsprung und dann das Dinner? Oh, Nachteule. Eher Nachteule. Ich war eine Zeit lang auch mal Barkeeper, von daher bin ich auch nachtaktiv. Habe auch kein Problem damit, früh morgens aufzustehen. Ich stehe schon um 8 Uhr auf, also ich bin Frühaufsteher. Also Morgenmensch. Also ich bin eigentlich beides. Also, nee, Morgenmensch. 3. 5 Minuten. Naja, 5 Minuten. Ich sag, meine Haare sind relativ einfach zu machen. Eigentlich ein Schwiegermutter-Typ, aber ich kann auch eine Bad Boy-Seite zeigen. Also ich würde sagen, die Mitte. Ich kann mich gut da reinversetzen, Schwiegermutter-Typ. Ich würde sagen, Schwiegermutter-Typ. Ich würde eher sagen, der Schwiegermutter-Typ. Verschlossen. Ja, also weder verschlossen noch nachlassgeber. Ich bin emotional eher verschlossen. Da muss man mich schon sehr viel treffen, sage ich mal so. Kategorisch ausschließen ist, glaube ich, schwierig. Ja, wenn lieber auf den ersten Blick. Man kann gegen Gefühle nichts machen. Also. Lieber auf den ersten Blick. Meistens geht es schnell. Ich denke eher, sowas entwickelt sich langsam, aber ich glaube schon, dass es die Liebe des ersten Blick auch nicht weiß. Ich werde auch die Mitte nehmen. Eher, dass sich sowas entwickelt. Also zumindest langfristig. Natürlich kann man irgendwie von einer Person geflasht sein, aber dann kann sich auch nach einem zweiten Treffen herausstellen, dass es total der Flop ist und weil da irgendwelche Eigenschaften zum Vorschein kommen, die man halt im ersten Moment nicht so gesehen hat. Also ich bin gar kein richtig eifersüchtiger Typ, aber ein bisschen Eifersucht ist gesund, ne? Deswegen die Mitte, würde ich sagen. Voll entspannt. Ja, ich würde jetzt sagen, eher total entspannt, aber kommt natürlich auch immer auf die Partnerin drauf an, so welches Gefühl die Partnerin einem gibt. Also wenn ich weiß, da kann ich zu 100% vertrauen, dann bin ich überhaupt nicht eifersüchtig, aber wenn ich mir nicht sicher bin und sie mir ständig das Gefühl gibt, dass ich nicht eifersüchtig sein kann, also eher nicht eifersüchtig, prinzipiell eher nicht.